Diese Orte solltest du nicht besuchen, wenn du ein Christ bist. Hierbei möchte ich sagen, dass folgende Orte Orte sind, in denen sehr häufig und sehr, sehr viel die Sünde begangen wird. Es ist vielleicht nicht direkt eine Sünde, wenn man diese Orte besucht, aber es ist definitiv nicht empfehlenswert, diese Orte zu besuchen. Nummer 1, Clubs, Bars oder Orte, in denen Alkohol stark konsumiert wird. Dazu brauche ich, denke ich, nicht so viel sagen, das ist selbstredend. Hängst du mit 3 Alkoholikern, dann wirst du der 4. Ein weiterer Ort, der, denke ich, sehr, sehr klar ist, als Christ solltest du definitiv nicht in Bordelle oder in Stripclubs und so weiter gehen. Wenn du in der Lust gefangen bist, dann bist du vom Teufel umgeben. Nummer 3, Casinos. In Casinos findet das Glücksspiel statt. Und als Christ sollte man sich nicht an Glücksspielen beteiligen, da dies oft zu einer sehr, sehr schlimmen Sucht führt. Nummer 4, und das ist, denke ich, vielen nicht bewusst, Konzerte von weltlichen Musikern. In den meisten Songtexten von den Musikern geht es sehr, sehr häufig um den Teufel und auch um Weltliches, wie zum Beispiel Frauen, Lust, Geld, Alkohol, und sowas sollte ein Christ nicht unterstützen. Ein Christ sollte auch nicht zu Fashion-Shows gehen von Marken, die den Teufel repräsentieren. Eine Marke davon ist zum Beispiel Balenciaga. Denn Balenciaga heißt übersetzt, Baal ist der König und Baal ist der Teufel. Ein Christ sollte auch auf gar keinen Fall einen Wahrsager besuchen. Man kennt es, denke ich, von vielen Filmen, wo dann Frauen oder Männer eine lila Kugel haben und denken, sie könnten deine Zukunft vorhersagen. Solche Wahrsager sind nicht Gott und gehören nicht dem Christentum an. Deswegen sollte man als Christ auch gar nicht an sowas glauben. Der letzte Ort sind Gebetshäuser von anderen Religionen. Natürlich kann man diese Gebetshäuser besuchen und anschauen, aber man sollte auf gar keinen Fall an einem Gottesdienst einer anderen Religion teilnehmen. Im Endeffekt wirst du dann beeinflusst und auf den falschen Weg geleitet. Deswegen lass es sein.